Es gibt viele Kindermodels auf der Welt, aber nur wenige von ihnen wurden jemals zum schönsten schwarzen Kind der Welt ernannt. Hailey Vasquez wurde gleich nach ihrer Geburt berühmt und jetzt, wo sie das Teenageralter erreicht hat, erfährst du hier, wie sie aussieht und was sie aus ihrem Leben macht. Dieses wunderschöne schwarze Kind hat am 24. April 2009 in einem New Yorker Krankenhaus das erste Mal geschrien. Als Tochter einer Familie, die bereits in der Modebranche tätig war, war es keine Überraschung, dass Hailey Vasquez eines Tages in die Fußstapfen ihrer Mutter treten würde. Mutter Sulay Vasquez hatte sich schon Jahre vor der Geburt ihrer Tochter als Kinderstylistin einen Namen gemacht, während Vater Ariel Vasquez in einem Finanzunternehmen arbeitete. Da sie viele Jahre lang ein Einzelkind war, hatten ihre Eltern die Zeit und das Engagement, ihre Medienkarriere schon in jungen Jahren zu starten, angefangen mit einem Instagram-Account, den sie im August 2012 einrichteten. Während die meisten Dreijährigen im Dreck spielten, hatte Hailey bereits eine etablierte Social-Media-Präsenz. Es war offensichtlich, dass dieses Mädchen schöne Gesichtszüge hatte und dass es sich lohnte, ihre Karriere voranzutreiben. Vom Babymodel drängte dieses Kleinkind nach vorne und wurde zu einer Instagram-Sensation. Tausende engagierte Follower waren gespannt darauf, welche Modetrends sie vorstellte und später auch die, denen sie selbst folgte. Dank ihrer großen Fangemeinde in den sozialen Medien erregte sie natürlich die Aufmerksamkeit verschiedener Modemarken, die daran interessiert waren, sie zu präsentieren. Als Hailey zum ersten Mal auf der New York Fashion Week über die Laufstege lief, ebnete ihre Präsenz auf der Bühne den Weg für eine sehr lukrative Zukunft in der Modewelt. Sobald die Mediennetzwerke von der schönen schwarzen Wind bekamen, sorgte jeder neue Look, den sie postete, für Aufregung. Ihre Fans freuten sich auf die Modetipps, die sie gerne auf ihrem Profil teilte. Ihre Fangemeinde in den sozialen Medien wuchs schnell auf 140.000 Follower, allein auf Instagram an. Das trendige Mädchen aus New York wurde für ihre lustigen und frechen Modetipps berühmt. Ihr Kanal trägt den Namen Hailey's World und ist bis heute noch aktiv. Viele Kids in der Modebranche lassen sich in Studios fotografieren. Aber was Hailey einzigartig machte, war die Tatsache, dass viele ihrer Fotoshootings im Freien stattfanden, mit grünem Gras und Sträuchern und blauem Himmel, die das Bild vervollständigten. Das passte perfekt zu ihrer lebensfrohen und fröhlichen Persönlichkeit und ergänzte ihre umwerfenden Gesichtszüge, die viele Menschen dazu veranlassten, sie als das schönste schwarze Kind der Welt zu bezeichnen. Unsere sozialen Kontakte können unserer Karriere einen großen Schub geben. Zum Glück hatte Hailey in Steve Harvey, dem Comedian, Talkmaster, Radiomoderator und Autor, einen Freund und starken Unterstützer. Er und seine Frau Marjorie, die selbst ein Instagram-Star war, spielten eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung dieses schönen Mädchens auf ihrem Weg zum Star. Steve stellte Hailey in seiner berühmten Steve Harvey Talkshow vor, was ihr eine Menge Aufmerksamkeit einbrachte. Natürlich war sie bereits der Inbegriff einer Fashionista. Ihre einzigartige Persönlichkeit, gepaart mit ihrem modischen Stil, brachte ihr 2015 eine Erwähnung in der Liste der 20 modischsten Kinderstars auf Instagram von Stylecaster ein, und das, als sie gerade einmal 6 Jahre alt war. Wenn ein Kind durch das Modeln berühmt wird, macht es oft den zusätzlichen Schritt, sich in der Welt der Schauspielerei zu versuchen. Und genau das ist mit Hailey passiert. Es dauerte nicht lange, bis Nickelodeon das hübsche Mädchen für eine Rolle in seinem Sender besetzte. Plötzlich war sie überall auf dem ABC-Network zu sehen, in Nachrichten und Werbekampagnen für Marken wie Mods und AT&T. Hailey hat eine multirassische Abstammung, aber sie wird nicht offiziell als solche eingestuft. Auf ihrem Schauspielprofil steht, dass sie ethnisch uneindeutig ist, eine Definition, die es ihr ermöglicht, Rollen als Schwarze zu spielen und auch für Rollen als Latino oder Hispanierin in Frage zu kommen. Tatsächlich erweitern ihre besonderen Merkmale die Bandbreite der Rollen, die sie spielen kann. Aber Hailey hat sich nicht nur auf den Auftrieb verlassen, den sie als Kindermodel bekommen hatte, als sie in die Schauspielwelt eintrat. Sie belegte sogar einige Schauspielkurse, um ihre natürlichen Fähigkeiten zu verbessern. Sie erzielte gute Noten in Fächern wie Improvisation und Schauspielerei, was zeigt, dass dieses besondere Mädchen auch eine theatralische Seite hat. Das Unglaubliche an Hailey ist, dass sie nicht erwartet hat, dass ihre Model- und Schauspielkarriere ihre einzige Einnahmequelle sein würde.
Vielmehr wurde sie zur Unternehmerin, als sie ein Haarprodukt namens At My Curly Delight auf den Markt brachte. Mit einem Kopf voller Naturlocken, die manchmal ein wenig gezähmt werden mussten, war es für sie ideal, sich auf ein Produkt zu konzentrieren, das sie selbst verwenden und bewerben konnte. Die Einnahmen aus diesem Produkt kamen ihr sehr gelegen, um ihre zukünftigen Initiativen zu finanzieren. Eine weitere unternehmerische Aktivität des Mädchens ist eine Website, auf der sie ihre gebrauchte Kleidung an Fans verkauft. Natürlich wurden einige dieser Kleidungsstücke nur einmal getragen, während andere ein bekannter Teil ihrer Garderobe waren. Viele Fans waren begierig darauf, diese Teile zu ergattern und etwas Persönliches mit ihrer Lieblingsmodedame zu teilen. Ursprünglich hatte Haley gehofft, eine Schwester zu haben, die ihre alten Klamotten tragen konnte. Aber als ihr klar wurde, dass ihre Eltern nach ihr und ihrem Bruder keine weiteren Kinder mehr bekommen würden, verstand sie, dass es an der Zeit war, sich von all den Klamotten zu trennen, aus denen sie herausgewachsen war. Da Thrifting in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, wurde dieser virtuelle Laden sofort ein Hit unter den Fans. Sie können zwischen einer Vielzahl von Artikeln wählen, von Turnschuhen bis hin zu Gala- oder Designerkleidern. Alle zum Verkauf stehenden Artikel wurden bei Fotoshootings, Vorsprechen oder öffentlichen Veranstaltungen getragen und ermöglichen es anderen Teenagern, sich zu einem Bruchteil des Originalpreises als Fashionistas zu verkleiden. Haley ist kein gewöhnliches Teenager-Mädchen und ihr Erfolg ist der Beweis für ihre außergewöhnlichen Qualitäten. Aber sie hat auch eine Vielzahl von Interessen, die sie wie den Teenager aussehen lässt, der sie tatsächlich ist. In einem Interview erzählte sie Reportern, dass sie gerne schreibt und Gitarre spielt, aber auch ein gesundes Interesse an körperlichen Aktivitäten hat. Mit ihren 14 Jahren ist sie eine begeisterte Fechtschülerin, liebt es, Rollschuh zu laufen und hat auch mit Tennis begonnen. Es ist keine Überraschung, dass Serena Williams eines ihrer Vorbilder wurde. Haley ließ sich von der prominenten Tennisspielerin inspirieren und lernte, dass man fast alles erreichen kann, wenn man die Initiative ergreift und sich etwas vornimmt. Aber manche Dinge sind schwieriger zu erreichen als andere. Eines der Dinge, auf die sich Haley konzentrieren muss, ist das Zeitmanagement. Sie geht noch zur Schule und bei all den Aktivitäten, die sie zu erledigen hat, ist es wichtig, Prioritäten zu setzen und proaktiv zu sein, um genug Stunden am Tag zu haben. Zum Glück liebt Haley den geschäftigten Lebensstil. Es fällt ihr nie schwer, Zeit für die Schauspielerei und das Modeln zu finden, denn das sind zwei ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Als junges Mädchen bekam ihre Mutter oft Ärger mit dem Schuldirektor, weil Haley oft früher aus dem Unterricht geholt werden musste, um rechtzeitig bei einem Fotoshooting zu sein. Ihrem bewegten Leben ist es zu verdanken, dass Haley den Begriff Weltreisende in ihren Lebenslauf aufnehmen konnte. Sie hatte die Gelegenheit, Weltstädte wie Paris, Berlin und Prag zu besuchen und würde gerne weiterreisen. Auf ihrem persönlichen Lebensweg hat Haley ein paar Philosophien entwickelt, nach denen sie lebt. Eines der Dinge, auf die sie stolz ist, ist der sogenannte Girl Code. Das bedeutet einfach, dass Mädchen nicht neidisch auf den Erfolg anderer sein sollten, sondern sich freuen, wenn sie andere Mädchen dabei unterstützen, ihre Ziele und Träume zu erreichen. Mädchen sollten sich nicht von anderen Mädchen bedroht fühlen, denn sie können in verschiedenen Lebensbereichen formidable Teams bilden. Auf die Frage, welchen Rat sie den Mädchen in ihrem Alter geben würde, kam die Antwort ohne Zögern. Mädchen sollten wissen, dass sie alles erreichen können, wovon sie träumen, wenn sie sich etwas zutrauen. Sie sollten auch bereit sein, sich anzustrengen und ihr Herz ganz in ein Projekt oder ein Ziel zu stecken. Wenn du liebst, was du tust, wird sich der Erfolg einstellen. Nach Angaben von Analysten bei Wikipedia, Forbes und Business Insider wird Haleys Nettovermögen auf 5 Millionen Dollar geschätzt. Sie ist eins der reichsten Teenager-Models der Welt und bewahrt sich dennoch ein gewisses Maß an Normalität und Bescheidenheit. Sie nimmt sich immer Zeit für ihren kleinen Bruder Quest, der Outdoor-Aktivitäten liebt. Im Laufe der Jahre haben einige Fans aus den Augen verloren, was Haley mit ihrem Leben gemacht hat, nachdem sie den Titel des schönsten Kindes hinter sich gelassen hatte und ein Teenager geworden war. Aber dieses unglaubliche Mädchen ist nicht aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. Sie ist immer noch so hübsch wie damals, aber sie verlässt sich nicht nur auf ihr Aussehen. Vielmehr ist sie auch ein intelligentes und hart arbeitendes junges Mädchen, das sich in der wettbewerbsintensiven Welt der Mode und der Wirtschaft einen Namen machen will. Nur sie weiß, was die Zukunft für sie bereithält.
Findest du es gut, dass junge Mädchen schon in so jungen Jahren in die Modeindustrie einsteigen dürfen? Sollten Eltern die Manager des finanziellen Portfolios ihrer Kinder sein oder sollten sie ihren Kindern ihre eigene Freiheit lassen? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.